Es gab eine Zeit, als ich dachte, Ben könnte der Richtige für mich sein. Wie soll man beschreiben, was man fühlt, wenn man jemanden liebt? Der einen leicht hätte töten können. Ich lernte Ben im Sommer 2012 kennen. Wir haben beide in einem Hotel am Las Vegas Strip gearbeitet. Er an der Bar, ich als Kellnerin. Er war süß, groß, sportlich. Eisblaue Augen, dunkles Haar. Er war clever. Das hat mich zuerst angezogen. Ich war nicht wirklich auf der Suche nach einer Beziehung, aber es wurde eine daraus.